Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Survival, Überleben in der Natur. Mein Name ist Johannes Vogel. Wenn Sie durch einen Notfall jemals in die Situation kommen, sich dauerhaft draußen von natürlichen Ressourcen ernähren zu müssen, werden Sie ziemlich bald feststellen, dass Sie neben Stärke oder Zucker, die Sie in Früchten und Pflanzen finden, auch Proteine benötigen. Wenn Sie sich ein wenig mit Pflanzen auskennen, können Sie durchaus einige Arten finden, die große Mengen von Proteinen in den Blüten oder Samen einspeichern. Ein gutes Beispiel dafür sind die wilden Fuchsschwanzarten, die Sie vielleicht als Mangold oder Spinat kennen. Sehr viel einfacher kann man sich mit Eiweiß über Weichtiere versorgen, zu denen zum Beispiel Muscheln und Schnecken gehören. Wenn Sie sich von Weichtieren ernähren möchten, sollten Sie ein paar Sachen beachten, weil man hier einige Dinge falsch machen kann. Als erstes müssen Sie daran denken, dass das Fleisch aller Weichtierarten besonders schnell kaputt geht. Wenn eine Muschel getötet wird, ist das Fleisch innerhalb von 1 oder 2 Stunden ungenießbar. Das gleiche gilt natürlich auch für Schnecken und andere Weichtiere wie Oktopusse oder Sepia, wenn Sie mal in die Lage kommen, so etwas zu fangen. Das nächste ist, dass Weichtiere aufgrund ihrer sehr, sehr weichen Hautoberfläche dazu neigen, als Host oder Zwischenwirte für viele unterschiedliche Parasiten zu fungieren. Auch landlebende Weichtiere sind nicht ungefährlich. Besonders riskant sind Wegschnecken, die dafür bekannt sind, dass sie zum Beispiel Kot, Giftpflanzen, aber auch Giftpilze zu sich nehmen. Hier müssen wir den Mageninhalt und nach Möglichkeit auch den Darminhalt entfernen, bevor wir die zubereitete Schnecke zu uns nehmen können. Hier habe ich jetzt eine ganze Anzahl von unterschiedlichen essbaren Weichtieren. Zum Beispiel Teichmuscheln, die es in vielen Tümpeln oder Seen, teilweise auch großen Flüssen gibt. Weinbergschnecken, Schnirkelschnecken und hier als Wegschnecke habe ich den großen Tigerschnegel, der nach Europa eingeschleppt wurde. Die sicherste und schnellste Methode, Weichtiere zu töten und zuzubereiten, ist, dass sie entweder in kochendes Wasser oder in die direkte Glut gelegt werden. Nachdem ich sichergestellt habe, dass die Glut heiß genug ist, werden die Muscheln und Schnecken mit der Öffnung nach oben in die Glut oder heiße Asche gelegt. Die Wegschnecken oder Nacktschnecken werden auf den Boden entweder freigescharrt, auf den Boden gelegt oder auf einen heißen Stein aus der Glut gegeben. Bevor die Wegschnecke jetzt vollständig durchgerüstet ist, habe ich sie vom heißen Stein genommen und jetzt muss ich sie vom Darminhalt befreien. Der Anblick dieses Tiers ist weder besonders ansprechend, noch freue ich mich wirklich darauf, die gleich zu essen. Im Notfall könnten aber solche Wegschnecken genau die einzige Zehrung sein, die uns mit genügend Proteinen versorgen kann. Durch die Hitze ist die Schleimhaut jetzt einigermaßen eingetrocknet, so dass ich mit einer Holzklinge drüber fahren kann und die Schnecke ein wenig von der Schleimhaut befreien kann. Jetzt gehe ich her und versuche von der Rückenseite aus das Muskelfleisch mit dem Holzblättchen zu durchtrennen. Wenn die Schnecke etwas angerüstet wurde, geht das einigermaßen gut. Jetzt wird alles, was darin enthalten ist, in diesen beiden Schlauchhälften aus der Schnecke gekratzt. Übrig bleiben im Prinzip 2 halbe Schneckenstücke, die aus einem relativ flachen Muskelschlauch bestehen. Im vorderen Bereich der Schnecke kommt jetzt eine ziemlich unangenehm riechende schwarze Substanz zum Vorschein. Dabei handelt es sich um ihre letzte Mahlzeit, die sich hier am Brunnen aus Faulschlamm und verschimmelten Pflanzen zusammengesetzt hat. Diesen Hautmuskelstreifen wasche ich nach Möglichkeit noch ein bisschen ab und dann wird er wieder über die Glut gelegt.
Während der Tigerschnegel jetzt noch ein bisschen vor sich hin röstet, kann ich schon mal die kleinen Gehäuseschnecken aus der Glut holen. Die sind mittlerweile schon lange fertig. Zu lange sollte man Weichtiere nach Möglichkeit nicht grillen, wobei sie sicher durchgerüstet sein müssen, da sie sehr trocken werden können. Die Muscheln sehen auch schon ganz gut aus. Ich lasse die aber ruhig noch ein bisschen drin, damit die richtig schön geröstet werden. Aber man sieht schon, dass das doch was ganz Ordentliches ist. Die kleinen Gehäuseschnecken werden verzehrt, indem das Gehäuse einfach zerdrückt wird. Bei größeren Schneckenarten, wie zum Beispiel Weinbergschnecken, kann es sein, dass man da einen Stein verwenden muss oder mit dem Pommespieker einfach die Schnecke aus dem Gehäuse ziehen kann. Und die geröstete Schnecke kann jetzt direkt so gegessen werden. Der dunkle Bereich im hinteren Gehäusegang ist die Mitteldarmdrüse, die kann mitgegessen werden und auch so kann die gesamte Schnecke eigentlich verzehrt werden. Deutlich größer, aber nicht weniger delikat sind die Teichmuscheln. Wenn man die Muscheln frisch aus dem Wasser entnimmt und der See oder Fluss war besonders schlammig, kann es durchaus sein, dass sie etwas nach Moder schmecken. Wenn Reste des Faulschlamms ausgeschwemmt werden sollen, reicht es normalerweise, während die Muschel ein oder zwei Stunden noch in sauberem Wasser hält. Worauf man bei Muscheln achten sollte, ist beim Essen, dass sie durchaus noch einige Sandkörner beinhalten können, was auch noch eine Sache ist, dass es gar nicht so ohne. Hin und wieder haben Teichmuscheln Perlen und das ist ein bisschen schade, wenn man auf so einer Perle rumbeißt. Quasi zur Feier des Abends habe ich jetzt hier die Reste des Tigerschnegels. Der Geruch ist richtig unangenehm. Der Geschmack ist schlechter. Der Geschmack schmeckt nach Aas. Er ist bitter. Vermengt mit Schlamm. Ganz unangenehm. Nicht so schlimm wie rote Wegschnecken, Tatsache. Aber keine erste Wahl. Es ist trotzdem ganz interessant zu wissen, wie man Wegschnecken zubereitet und wie sie schmecken. Aus dem Grund, weil das doch Tiere sind, die sehr häufig sind und möglicherweise im Notfall auch die Nahrung darstellen, die große Mengen von Proteinen beinhalten und sehr einfach zu besorgen ist. Trotzdem werde ich bei Muscheln bleiben. Ich brauche Ihre Hilfe. Von welchem Tier wüssten Sie gerne, wie man es fängt, zubereitet und ob es mir schmeckt? Unter allen Einsendern verlose ich eine nagelneue Ausgabe der tierischen Notnahrung vom Pietsch Verlag. Schicken Sie mir den Namen des Tieres und was Sie daran besonders interessiert. Das können Sie über die Kommentarfunktion machen oder per E-Mail an notnahrung@vibranger.com.